Hallo Leute, herzlich willkommen zum nächsten Let's Play von mir. Es ist, wie ihr hier seht, von Castlevania Symphony of the Night. Es ist von Konami 1997 gemacht und für die PS1 erschienen. Und es wird von dem Meister als das beste Castlevania, das es gibt, gelobt. Und es hat mit einer anderen Spielreihe ein neues Genre begründet. Das werden wir auch später noch sehen. So, ich würde erstmal sagen, press Start für Fortfahren. Da können wir jetzt mal die File und einen File selecten, eine neue Sache. Ich habe schon mal einmal gespielt, 24 Minuten, und ich würde sagen, ich mache... Nein, das soll ich nicht. Hallo, nach da oben. Da. Und ich würde mich einfach nennen, wie ich auch bei Zelda mich genannt habe, und zwar... du musst T-T-R-I... Nein! Den wollte ich gar nicht. Kann ich das zurückmachen? Kennst du, okay. Triton. Wo ist das N? Wo ist das N? Das ist N. Triton. So gut. Und ich würde sagen, Decide. Was wählen wir? Journey back to 1792. Enter Transylvania, Site of Roman. So gut. Da sehen wir die Landkarte. Die Weltlandkarte, wie auch immer. Und da Transylvanien. Romanien, Transylvanien, wie auch immer. Es kann nur 5 FPS, kann ich auch sehen. Allerdings liegt es, glaube ich, an, weil halt PS1 erschienen. PS1 und naja. Aber ihr könnt euch denken. Und das ist ein Schloss. Ziemlich farbloses Schloss. Naja, egal. Also gut, ich spiele das. Das ist ein Blind Let's Play. Ich kenne das nicht. Ich habe es aber nur 24 Minuten gespielt und ich habe mich so darin verflucht, Leute. Ich habe leider keinen PS1, das spiele ich auf der PS1. Allerdings, Leute, ihr wisst, hätte ich das Spiel gehabt, irgendwann mal. Ich hätte es wirklich hintereinander zu 100% gemacht. Also ich hätte zum einen jetzt auf 100% gemacht. Ich weiß, dass man das auf 100% machen kann. Ich kann auch so das hier machen. Ist schön. Final Stage Bloodlines. Ja, erstes Level oder auch das letzte Level schon. Ja, ich habe nicht gecheatet, Leute. Nein. Sondern halt, das hier ist ein Ausschnitt aus einem anderen... das letzte Level aus einem anderen Spiel. Und zwar das aus dem ersten Castlevania. Okay, und wie ihr sehen könnt, bin Richter Belmont. Einer aus der Belmont-Familie. Und ja... Was habe ich denn noch? Was kann ich machen? Ich kann einmal springen, ich kann einmal schnell laufen, ich kann normal laufen. Und ich habe halt diese Peitsche, wie gesagt. Die kann ich auch, glaube ich. Nein, die kann ich auch spammen. Oder wenn ich gedrückt halte, kann ich auch hier sowas machen. Yeah. Anblick. So gut, Leute, bin ich wieder. Entschuldigung für die kleine Unterbrechung. Und es geht weiter. Also wie gesagt, ich bin Richter Belmont aus der Belmont-Familie. Und meistens, wenn man halt ein Castlevania-Spiel spielt, spielt man einen aus der Belmont-Familie. Dieses Mal ist das Richter Belmont. Beim anderen Mal ist es irgendwie ein anderer Belmont. Und, wie gesagt, diese Peitsche. Die Peitsche, wie ich hier sehen kann, ist eine ganz spezielle Peitsche. Denn sie wird halt von jedem Belmont, jede Generation weitergegeben. Und sie heißt der Vampirtöter. Das ist ein schöner Name. Und auch jeder Mensch... einer Peitsche geben. Da haben wir es gefunden. Okay, kurz. Und Leute, ich muss ja sagen, und zwar in einer vorherigen Fail-Aufnahme habe ich etwas herausgefunden. Und zwar, ich finde es auch so cool, witzig. Hey, hey, dann kommt nämlich hier was runter. Hey, hey, hey. Ah, ah. Und nämlich kommt halt das hier runter. Und das können wir halt hier können wir hochgehen. Gut, dahin. Wenn man zweimal nach links drückt, kann man so laufen. Sonst läuft man nur normal. Ja. Ach ja, okay. Ah, hier sind ein paar Dinge. Dark Shield, Moon Rod. Ich weiß nicht, wozu die da sind, ehrlich gesagt. Also ich kenne das Spiel nicht. Ich werde auch hierzu, anstatt bei Dingens hier,
kriege auch hier auf jeden Fall ein paar Sachen. Aber auch 45 Energie jetzt. Genau, ich habe gar nicht gesehen. Gesagt, und zwar... Wir haben auch Energie. Und wenn wir in dieser Energie... Ich kann hier aber nichts machen. Und mit dieser Energie können wir einmal einen Special Attack machen. Mit, Dreieck. Oh, Entschuldigung, oder wenn wir... Anblick bitte. Wie ging das nochmal? Dick bitte. Ah, Kacke, wie ging das nochmal? Ich habe gerade was gemacht. Ah, auch nur wenn ich so drücke. Ich dachte, ich muss nach rechts drücken. Ich kann auch hier sowas machen. Ja, yeah, cool. Dann gerade eben habe ich auch gerade. Ah, Kacke. So gut, gehen wir dahin. Und zwar dahin, wo wir gehen. Dann können wir halt zum Beispiel das Kreuz werfen, beziehungsweise das, was wir haben. Oder halt eine Special-Attacke machen. Und jetzt kommt eine Cutscene, die sogar vertont ist. It was not by my hand that I'm once again given flesh. I was called here by humans who wish to pay me tribute. Okay. Tribute? You steal men's souls. Steal men's souls. Perhaps the same could be said of all religions. Your words are as empty as your soul. Mankind ill needs a savior such as Richter you. Hat eine schöne Frisur. What is a Dafür man? Sieht Dracula cool aus. A miserable little pile of secrets. But enough talk. How about you? Ja, und schon geht der Fight los gegen Dracula. Und Dracula ist größer. Ziemlich viel größer als Richter Band. So gut. Der Dracula ist anscheinend sauer auf uns. Könnte verstehen, ne? Wir sind in seinem Schloss und versuchen halt zu stürzen. Man kann einfach mit dieser Axtpeitsche hier einfach ausrasten. Das ist total einfach. Und das soll man lieber ausweichen. Am besten so bestimmt. Nein, ach, Kacke. Stirb. Und links können wir unsere Lebensanzeige sehen und rechts seine. Ach ja. Und wie wir sehen können, hat er zwei Lebensanzeigen. Nein, ach, Kacke. Warum hat er unbedingt zwei und nicht nur eine? Man könnte natürlich... Weiß nicht. Ja, Kacke, ich bin falsch gesprungen. So gut. Das Böse ist halt nur, man kann diesen Kampf leider nicht verlieren. Ach ja. Stirb. Yo, spin my Peitsche. Right round. Weiß nicht. Man kann diesen Kampf leider nicht verlieren. Vielleicht werde ich es noch zeigen, glaube aber eher nicht. Ach ja, ich mach mal das hier. Da kriegt dann nämlich ziemlich viel Schaden, wenn wir nicht zu dumm wären und halt im richtigen Moment einsetzen würden. Ja. Ah, Kacke. Ich zwar mal getroffen. Egal, wir schaffen es eh jetzt. Okay. Jetzt ist Dracula richtig wütend. Und jetzt verwandelt er sich auch in seine richtige Form, glaube ich mal. Und jetzt kriegt er auch etwas mehr Schaden. Also ist jetzt los. Nein, okay, gut. Ich wollte es eigentlich nicht zeigen, aber trotzdem. Kommt irgendwie jetzt ein kleines Mädchen und das gibt uns irgendwie Kräfte. Komisch auf jeden Fall. Jetzt sind wir Odia. Das ist die Geschichte von Odia. Er war Odias Richter Belgend. Ach ja. Ach, hier kann man nicht getroffen werden. Das ist cool. Haben wir schon gemacht. This cannot be! Yeah. Oh, das ist ein Emulatorfinger. Eigentlich sollte hier das gleiche Standbild wie gerade sein, nur wenn wir es verbrennen. Blöd. Blöd, so etwas geschehen zu lassen. Jetzt kommt ein langer Text, aber der ist einfach zu schnell. Und Englisch, deshalb muss ich euch selber durchlesen. Ich kann halt danach sagen, was da drin passiert.
Das ist zum Beispiel Trevor Belmont. Ach ja, und schon zu Ende. Und jetzt in Kurzfassung, der Richter Böhm hat gegen den Dracula gewonnen, besiegt, und 4 Jahre später ist er halt unter einer Brücke. Ich bin, glaube ich, dumm, aber also irgendwie ist er halt verschwunden. Und die Musik wird jetzt gerade laut, ziemlich laut. Oh Gott, ich will, hallo, ich will nicht schreien. Er ist verschwunden. Und dann hat sich das Schloss Castlevania von Graf Dracula, Count Dracula, materialisiert. Das halt einmal 100 Jahre auftaucht, und hier kommt gerade der coolste Charakter in jedem Videospiel. Er ist schneller als Falken, kann höher springen als alles andere und zieht einen Schweif eigentlich hinter sich her. Nein, Leute. Ja doch, hier. Kein Schweif, aber einfach nur, wer läuft. Hier bin ich aber irgendwie. Doch, hier auch. Aber einfach nur, wenn man halt anfängt zu laufen. Dann stürzt er sich nach vorne. Ich finde ihn so cool. Und zwar, hallo Leute. Ich bin's. Wie ist denn es? Alucard. Sohn des Dracula. Sofern ich richtig bin. Und jetzt betreten wir das Schloss Castlevania. Außerdem, warum noch der... Ja. Nein. Macht das wieder das Gleiche. Wenn er eine Treppe hochgeht, macht er das hier. Junge. Das wusste ich gar nicht. Aber so gut. Und wir sind Alucard. Was können wir? Wir können hoch springen. Wir können schlagen mit einem Schwert. Auch ganz schnell. Haben ein Schild. Wie er sich umdreht. Und was wir können, ist das hier. Der coolste Move. Ich hasse mich. Böses Viech. Den coolsten Move, den es in jedem Spiel gibt. Die. Leute, zum einen ist der Sau viel schneller damit. Zum anderen, er ist cool. Ups. Außerdem ist der Sau stark und macht alles mit einem Schlag kaputt. So gut. Und, naja, wir können das mal so sehen. Oben links sehen wir unser HP. Eine andere Leiste und 10 Herzen. So gut, drücken wir Start. Und da sehen wir sofort, da sind wir. HP, MP, Experience, Next, Gold. Und da denken wir uns doch vielleicht, sieht doch irgendwie aus wie ein RPG, oder nicht? Ja, Leute, das ist... hat viele RPG-Elemente. Zum Beispiel hier das Level, es gibt Level-Ups-System, es gibt HP, MP, Herzen. Die Herzen sind... für was anderes da, dazu komme ich später. HP haben wir gerade maximal 70. Jo, Entschuldigung. Ich habe mich immer noch gemutet, das war dumm gewesen. MP haben wir 20. Und insgesamt können wir 50 Herzen haben. Wir machen gerade 47 Schaden rechts. Und wir können auch hier auf Equip gehen, da können wir uns equippen. Zum Neutron Bomb. Bomb. Okay. Und da können wir sehen, wir haben Alucard Sword gerade, Mother's Family Heirloom. Wenn wir das mal ablegen würden, würden wir halt nur 10 Schaden machen. Und mit ihm machen wir 47. So, und dann würden wir auch nur mit der Hand kämpfen. Alucards Schild, Strong versus All Attacks. Dragon Helm, Alucard Mail, Twilight Cloak, Knuckles of Jay. Also eine Bandkette von Jay. Twilight, Scheiße. Die Leute, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Und wir können uns auch hier equippen. Ich finde das Spiel einfach sau gut. Und oben links können wir auch hier Alucard sehen. Ach ja, hat schon, also von seinem Vater. Und, nein, doch, das System. Den nehme ich. Was ist da? Nein. Window Color. Wollte ich ein bisschen so schwarz haben. Sound. Was?
Ich mach's aber mal auf Stereo, ich weiß nicht. Und es sieht eigentlich ein bisschen cool aus, finde ich. Ich verstehe nicht, was das hier ist. Was das hier ist. Okay, keine Ahnung. Können wir vielleicht nur Relics. Können wir vielleicht mal finden. Ach ja, und wenn wir gerade mal gesehen haben, unten links können wir sehen Experience, haben wir 86. Und für das nächste Level brauchen wir 14. So gut, töten wir mal ein paar Leute hier. Und dich töten wir auch. Ach, wir haben gerade ein Level abbekommen. Ich habe nicht aufgepasst. Verdammt. So gut, da haben wir ein Level abbekommen. Und die haben es auch so gemacht, dass wir halt von jedem Gegner, wenn wir halt für jetzt diesen Gegner hätten, haben wir gerade 5 Erfahrungen bekommen. Aber jetzt kriegen wir noch 3. Zum Beispiel jetzt 97, 94, nur 3. Ach ja, das ist halt dazu da, dass wir halt nicht ganz halt auf dem gleichen Fleck. Nein, dreh ich doch um, verdammt. Ich hoffe mal, ich spiele nicht so dumm wie in der vorherigen Aufnahme, denn da habe ich wirklich mehr als überdurchschnittlich schlecht gespielt, Leute. Ich hätte die Aufnahme, glaube ich, auch nicht mal hochgeladen, denn ich bin da gestorben. Und zwar gleich. Ach, Leute, seht doch mal an. Ja, er slidet die Treppen hoch. Von hinten nach hinten. Hier sind ein paar Fledermäuse, die können auch kaputt machen. Und Alucard ist so stark, er kann selbst Steine zerstören. Ja, Stealth-Mode. Ach ja. So gut. Also ihr müsst... Leute, ich werde diesen Move, diesen hier, noch ziemlich oft im Let's Play benutzen. Genauso wie ich hier erstmal ein Level erfahren werde. Ach ja, wenn die sterben. Okay. Manche fliegen weg, manche explodieren. Manche lösen sich auch in leere Bestandteile auf. Ach ja. So gut, Leute, komm her. Und zwar bin ich hier gestorben, bei diesen Eidechsenviechern. Aber hier kann man ziemlich gut fahren, also leben. Und schon wieder ein Level ab. Welches Level ab sind wir denn gerade? Wir können auch sehen, wir können jetzt insgesamt statt 70 HP 73 haben wir. 56 Herz und 34 MP. Und jetzt brauchen wir auch schon 238 Erfahrung. Also wie ein ganz normales Dingens hier. Ja, was ist das? Ganz normales RPG halt. Level 4 sind wir. Maximum Level ist 99. Gibt's ein RPG, wo das Maximum Level 49 ist? Wär komisch auf jeden Fall. Ach ja, Leute. Junge! Was war das? Nein, bitte nicht! Ach Gott. So gut. Und von, wenn ich hier etwas sehen kann, eine Sache, die es auch mit einem anderen Spiel ziemlich ähnlich ist, und zwar halt, wenn ich Select drücke, sieht man eine Karte. Und wie sieht die denn aus? Na, weißer Rand und blau, na, würden halt die, manche, die das wissen, halt auf Metroid tippen. Und ja, es ist halt wie Metroid. Und es hat mit, und dieses Castlevania hat mit Metroid zusammen, mit dem Metroid-Reihe, dieses, das Genre begründet, das Metroidvania Genre. Ups, ups, das wollte ich nicht. Ach ja, das sind halt Karte. Also halt, vor allem die nächsten Castlevania Spiele, die haben halt, die sind halt meistens eher so, anstatt halt wie die alten, wie die NES Teile oder SNES. Wie einfach nur steht, Leute.